Der Cox war gar nicht erbaut darüber, dass ich der Taufpate seiner Tochter werden sollte. Jordan, hier nur ein paar Dinge, die ich lieber sehen würde, als dass Doofbirne da drüben Taufpate wird. Einen Atomkrieg, die Fortsetzung von Eine zweite Chance, Hugh Jackman als Oscar-Gewinner. Ja, ja, witzige lange Liste, wir haben's kapiert. Lassen Sie sich mal was Neues einfallen. Oh. Spätzchen, warum sollte ich ihn nicht als Taufpaten haben wollen, wenn du mir doch ständig vorjammerst, wie sehr dich das stört? Als würde er sie überhaupt nicht kennen. Absolut. Und ich fände Eine zweite Chance gut. Alle, die zur Taufe kommen, mal herhören. Sie nicht. Sie findet in der Krankenhauskapelle statt. Und dann versetzte Jordan Dr. Cox den ultimativen Schlag und nannte seine kleine Tochter Jennifer Dillon. Okay, komm, J.D. Dr. Cox, verschwinde. Ja. Das gilt für jeden von euch. Für alle Lebewesen.